Der Typ steht im Ball. Oh, hinter dir kommt der Benediger. Dreh dich doch um. Oh mein Gott. Er hat einfach alles, nur die Welle nicht erwartet. Was? Yo, what's poppin' und herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und Ladies und Gentlemen, wir alle sind doch irgendwo schon mal in einem Meer gestanden. Und keine Ahnung, haben da ein bisschen mit unseren Baggern rumgespielt. So einen auf. Nö. Aber wir alle wissen auch, dass es eine Sache gibt, die sehr gefährlich ist, wo man immer aufpassen muss, und zwar riesige Tsunami-Wellen. Und wir haben uns die letzten Male ja geheime Heillabore oder Pools angeschaut und heute gucken wir uns tatsächlich mal die krassesten Tsunamis und größten Wellen der Welt an. Und Ladies und Gentlemen, wenn ihr selber auch immer sicher sein wollt vor solchen Wellen, vor Tsunamis, dann habe ich wie immer einen Tipp für euch. Für die, die es noch nicht gemacht haben, unter mir steht irgendwo abonnieren. Wenn das noch rot ist bei euch, wie mein Pulli, dann jetzt draufklicken. Wir werden euch alle, die komplette Marki-Gang beschützt euch vor Tsunamis. Passt auf, ich beschütze euch auch wie immer, Mann. Oh ja, da kommt eine riesige Welle. Habt ihr abonniert? Ja? Ja? Weg ist der Tsunami, Mann. Wenn ihr abonniert, ich beschütze euch. Let's go. Ab mit den ersten Videos. Jetzt bin ich mal gespannt. Ihr habt mir nämlich hier ein Video. Oh mein Gott. Ach du, ich kann nicht mal reden. So schnell geht das, Digga. Was um alles in der Welt? Wir haben direkt einen Tsunami in Indonesien. Das ist geisteskrank. Alter, was ist das für eine Musik? Okay, ich habe keine Ahnung, wo die Musik herkam, aber alles klar, Bruder, muss los. So, wir haben jetzt hier ein paar Männer, die an einem Baum stehen und davon ein Video machen. Wie gesagt, es ist ein Tsunami in Indonesien. Bei den Clips, die wir sehen, ist Gott sei Dank niemandem irgendwas passiert. Das ist nur mitten, oder was heißt mitten? Das ist genau außen, wo quasi das Wasser direkt aufs Land geprallt ist. Da sind ein paar Leute gestanden und der Typ hier zum Beispiel dachte sich, hey, komm, ich mache eine Instagram-Story und struggle jetzt um sein Leben. Alles durch von der Instagram-Story. Yeah, boy. Ich meine, wieso nicht? Der Typ steht halt da, überall meterhohe Wellen kommen. Das erste, was ich machen würde, ist einfach wegrennen, in Sicherheit gehen. Was macht er? Servus, moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Tsunami-Review. Heute zeige ich euch die größte Welle hier live vor Ort. Alles klar, okay, wir kommen jetzt zu Platz 4. Das ist anscheinend gerankt und wir haben jetzt in China im Jahr 2011, April der 5., eine Welle, die sich gerade anstaut. Wir sehen es schon, alter, krank. Und die stehen da alle und wollen das filmen. Wieso? Geht doch nach hinten. Es wird euch safe nass machen. Oh mein Gott, alter Schwede. Das ist ja zu krank. Alles ist überschwommen. Niemandem ist natürlich was passiert. Alles super, aber alle sind nass geworden mit irgendwie so voll dem dreckigen Wasser. Wir sehen, hier geht es nochmal weiter von einer anderen Richtung. Leute, das ist unnormal crazy. Ich hätte so Angst davor, wenn ich irgendwo... Alter, ich kann mir das nicht angucken, ne? Guckt euch diese Wellen an. Guckt euch das mal an, Alter. Die Leute stehen da alle, wie gesagt, gut abgesichert. Aber wir machen direkt eine Abstimmung, Leute. Wie immer direkt eine Abstimmung, okay? Ich brauche eure Meinung, ja? Ich brauche das, Leute. Habt ihr Angst, ja? Wenn ihr allgemein zum Beispiel in einem Meer schwimmt oder keine Ahnung. Habt ihr Angst vor Wasser? Das heißt irgendwie unter euch, dass da Sachen sind oder sonstiges. Habt ihr Angst, dass irgendwie ein Tsunami kommt, dass eine riesige Welle kommt? Oder sagt ihr, yo, ich habe keine Angst, alles easy. Stimmt jetzt hier oben mal ab, okay? Ja oder nein? Ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht wirklich Angst davor. Also ich habe da nicht Angst davor, dass unter mir irgendwelche Sachen schwimmen. Aber wenn sowas wie gerade kommt, dann wäre ich der Erste, der First Class irgendwo nach Asien fliegt. Alles klar, wir gehen jetzt weiter zu Platz Nummer 3 der größten Tsunami-Wellen und der größten Wellen auf der ganzen Welt. Wir sind jetzt in Indien im Jahr 2004, Dezember der 26. Und ach du heilige Bananen, Apfel, Birne, Zucchini. Wassermelone, Himbeere, Erdbeere, Vanille, Schoko, Eiscreme, Latte Macchiato, Bruder, was ist denn da um alles in der Welt? Digga, diese Welle ist ja geisteskrank. Ich weiß nicht, was man macht, wenn man sieht, dass so eine Welle auf einen zukommt. Aber anscheinend stellt man sich auf ein Hochhaus und filmt das Ganze. Die stellen sich einfach alle auf irgendwelche Hochhäuser und machen erstmal Video davon. Bruder, die haben richtig Bock auf die Klicks. Die haben richtig Bock auf die Likes. Wir können uns die jetzt zusammen anschauen. Deswegen schon mal einen Daumen nach unten lassen für die Ladies und Gents, die sich dachten, ach komm, egal. Mein Haus wird überflutet. Ich mache erstmal ein Video für Marki. Dann kann der darauf reagieren, gell? Dankeschön, super, ne? Aber ohne Witz, das ist geisteskrank. Also, da kann man wirklich einfach nur froh sein, wenn man da nicht im Wasser schwimmt. Wenn ihr da drin seid, Bruder, dann war es das mit euch. Könnt ihr euch noch an die Abstimmung vor 10 Sekunden hier noch erinnern, wo ich gesagt habe, ja, habt ihr Angst und sonstiges? Ja, ich würde gerne meine Meinung ändern. Ich würde gerne auf Ja stimmen. Ich habe ab jetzt auch Angst vor riesigen Wellen. Danke. Wir haben jetzt hier auch noch Perspektiven, die extra aufgebaut wurden oder extra in irgendwelchen Schulgebäuden und Gebäuden. Alter, guckt euch das an.
Das ist so geisteskrank. Das sind die Gebäude, wo quasi die Leute oben auf dem Dach gestanden sind und gerade gefilmt haben, weil auf dem Dach ist man halt sicher, da so hoch wird das Wasser nicht steigen. Aber guckt euch das an, das ganze Gebäude wird überschwommen. Wenn da irgendwer sitzen würde, das wäre Game Over, Digga. Das ist komplett am Ende, diese Macht und diese Wucht, die ein Wasser haben kann. Bro, ich hab offiziell, ich hab Angst, okay? Erst was ich gleich mache, ey, mir erstmal Schwimmflügel anziehen. Nie wieder zieh ich die Dinger aus. Film mal ab jetzt mit Schwimmflügel unterwegs. Okay, Ladies and Gentlemen, jetzt kommen wir zum Platz Nummer 1 der größten Tsunami-Wellen, die jemals aufgenommen wurden. Wir haben jetzt hier, oder was? Wieder in Indonesien ist das, ich glaube, hatten wir nicht vorhin auch schon Indonesien am 26. Dezember? Ich bin mir nicht sicher, aber das Datum kam mir bekannt vor. Leute, ich glaube, Moment mal, das, was man da hinten sieht, ist alles eine gigantische Tsunami-Welle, die, Moment, ist das alles? Oh mein Gott, und diese Welle kommt komplett auf die, oh Gott, nein, die kommt komplett aufs Land zu. Guckt euch das an, Leute, das Weiße. Das ist alles eine Tsunami-Welle, die komplett auf uns zukommt. Bro, no way. No way. No way. Oh mein Gott, die kommt immer näher. Schnell! Ladies and Gents! Schwimmflügel! Ich weiß, das ist eine Wasserflasche, aber ich habe keine Schwimmflügel hier. Ich nehme die Wasserflasche, die wird mir helfen. Alles gut? Ich bin da. Ladies and Gents, wir setzen uns hin. Die Welle kommt immer näher, die überschwemmt alles. Oh mein Gott, die Boote sind auch alle leer. Aus den Booten sind überall Leute draußen. Das wurde komplett, wie gesagt, geräumt. Da ist niemand mehr unten. Keine Menschenseele steht da mehr. Das ist geisteskrank. Diese Welle kommt immer näher, immer näher. Und sie wird bald aufs Land treffen, Leute. Das sind nicht irgendwie 5 Meter hohe Wellen oder 2 Meter hohe Wellen oder so. Das sind 20 Meter hohe Wellen oder sowas am Ende. Guckt euch das mal an, wie... Okay, und das erste Boot wurde schon verschlungen. Wie gesagt, Gott sei Dank ist da niemand drinnen, aber schaut euch die Boote an. Die sind machtlos. Komplett machtlos. Jetzt trifft es, Alter, jetzt trifft es aufs Land zu. Das ist unglaublich. Einfach nur unglaublich. Bruder, ich check's gar nicht. Ich check gar nichts. Ich bin so verdammt froh, nicht da zu sein. Aber ich weiß, wieso ihr wollt, dass ich das angucke. Geistesgestört. Geistesgestört, Digga. Alles klar, ich schneide mich an. Ich muss mich anschnallen, damit ich nicht wegfliege hier. Das Wasser hat es jetzt bis zum Land geschafft. Und das Ding ist, das sind jetzt nicht irgendwie so ein paar Liter. Das ist ein riesiger See, der sich direkt an Land bildet. Komplett crazy. Komplett crazy. Ladies and Gents, ich weiß echt nicht, was da geht, abgeht. Aber das alles war gerade noch Land. Ich weiß nicht. Okay, ich bin komplett überfordert. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich werde jetzt aufstehen und komplett nach hinten gehen. Ich muss ein Interview führen. Ja. Wir haben sehr gut gespielt. In der Verteidigung müssen wir noch ein bisschen besser werden, aber das Mittelfeld steht schon mal sehr gut. Dankeschön fürs Interview. Boah, alter Schwede, das ist so crazy. Diese Leute erwarten diese Wellen halt einfach nicht. Und auf einmal von 0 auf 100 kommt das Ganze. Alles wird geräumt. Man muss dann wirklich froh sein, wenn es einem gut geht, wenn man gesund ist. Alter Schwede, aber jetzt, Ladies and Gentlemen, jetzt würde ich sagen, gucken wir mal noch ein bisschen. Wir haben jetzt das alte, extremste überhaupt gesehen. Wir gucken jetzt mal ein bisschen ein paar Wellenfels, ja? Wo der eine oder andere von euch auch drinstehen könnte und sich denken könnte, yo, das war's komplett. Was haben wir denn hier? Wir haben jetzt eine, ja, alles klar, das ging schon schnell. Perfekt, da wird direkt wieder ausgelacht. Wir haben direkt eine Welle, wo die Leute einfach, wieso wird eigentlich jeder ausgelacht? Jeder lacht jeden aus, Alter. Wir haben einfach nur Wellen, die komplett alles wechseln. Oh! Signorita Margarita Spaghettita. Stell euch vor, ihr denkt euch nichts Böses. Ihr geht in den Familienurlaub, ne? Familienurlaub, wunderschön. Irgendwohin an die Küste. Was bestes Leben. Ihr kauft euch extra so ein riesiges, gelbes, wie nennt man das, so ein Gummiboot, ne? Setzt euch da rein, chillt euch rein. Kaum sitzt ihr drinnen, kommt auf einmal eine Welle. Aggressiv, mit 500 km/h um die Ecke. Und macht einfach nur den hier. Dankeschön. Bester Urlaub. Ich würde sehr gerne wieder nach Hause reisen. Okay, was ist da? Oh Gott, Jim. Ey, ich kann mir diese Compilation nicht anschauen. Bruder, das ist, Alter, die haut's ja alle nur aufs Maul. Aber aggressivst. Next Level haut's die dahin. Aber ganz Next Level. Keine Ahnung, was da abgeht. Ich weiß es nicht. Aber das ist mir noch nie passiert. Also, Ladies and Gentlemen, was lernen wir aus diesem Video? Seid immer froh, wenn ihr gesund seid und wenn euch nichts passiert ist. Immer aufpassen, wenn ihr im Meer seid, wenn ihr im Wasser seid, irgendwo immer auch abchecken, die ganze Umgebung abchecken, passiert irgendwas, ist alles safe, alles easy, ja? Ganz, ganz wichtig, Leute. Und dann
Bleibt einfach so fresh und so cool, wie ihr jetzt seid, Mann, ja. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Welle, die uns alle gemeinsam wegspült. Aber Ladies and Gentlemen, wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr noch einen Daumen nach oben lasst. Ihr könnt jetzt noch kostenlos abonnieren. Falls ihr neu seid, macht es auf jeden Fall. Es lohnt sich. Und würde ich sagen, apropos Videos, checkt hier noch das letzte ab, denn da geht es darum, lass uns kurz überlegen. Warte, ich hab's gleich. Es geht um einen Mann, der aus 100 Meter Entfernung in einen Pool springt. Jetzt anklicken, abchecken. Auf Wiedersehen.